Ja, 57. Aus Ulm, aus dem Schwabenländle, ein Kind der Donau. Inzwischen Deggendorf. Ich habe Bauingenieurwesen an der TU München und an der TU Berlin studiert und Master of Science in Environmental Engineering an der University of Illinois. Seit 2010. Professorin, ich könnte mich nicht mehr so lange konzentrieren und so viele Vorlesungen hintereinander besuchen. Tägliche Verwaltungsaufgaben, dass alle ihre Verfügungsstunden kriegen, dass alle Jobs der Selbstverwaltung belegt sind, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben, aber unser Geld doch ausgeben, dass das Studium funktioniert. Eigentlich fühle ich, ich kümmere mich um alles. Dekanin. Ich unterrichte vor allem die Fächer Abwasserreinigung und Abwasserentsorgung, Verfahrenstechnik, gebe noch Kurse, Laborpraktika. Früher habe ich noch ein bisschen Mathematik gelesen. Ich fühle, dass ich dann was für die Umwelt tue. Ich sorge dafür, dass unsere Flüsse sauber bleiben, dass man in unseren Seen baden kann. Das ist eine Passion. Ich habe keine Gummistiefel. Früher, da war noch nicht alles digital. Ja, wir waren noch nicht so durch neue Medien abgelenkt. Ich schätze das als Vorteil ein. Ich arbeite gerade an einem Projekt der Münchner Stadtentwässerung, also als Ingenieurin. Freie Zeiteinteilung. Kein direkter Chef, nettes Miteinander mit den Kollegen, nette Studenten. Laufen. Rock. Eher nicht. Mit 57 ist man keine Powerfrau mehr. Aber ich war Powerfrau. Vielleicht vor 10 Jahren. Viele Leute unter einen Hut bringen, hauptsächlich Männer. Beides. Ich habe hier eine kleine Wohnung und pendel aber auch, also ich habe meinen Hauptwohnsitz im Norden von München. Spätabends, da ist nichts mehr los, da kriege ich meine Sachen gearbeitet. Auf die höchsten Berge zu steigen, ohne Seil. Das Studentenleben genießen, ohne das Ziel und die Disziplin aus den Augen zu lassen.